Ich heiße Fiona May. Aber vor Gericht sagt man Milady. Ich bin sehr beschäftigt. Die Justiz lässt einem wenig Privatleben. Kommst du ins Bett? Morgen ist die Urteilsverkündung. Okay. Milady, es sind alle bereit. Erheben Sie sich. Fee, wollen wir reden? Tut mir leid, langer Tag. Wie soll ich's bloß sagen? Ich denke, ich will eine Affäre haben. Was? Ich liebe dich und wir gehören zusammen. Aber wir küssen uns nicht mal mehr. Ja? Wir haben einen dringenden Fall, Milady. Der junge Patient Adam hat Leukämie. Jedoch sind sowohl er als auch seine Eltern Zeugen Jehovas und eine Bluttransfusion widerspricht ihrem Glauben. Ich möchte, dass Adam es mir selbst sagt. Sie kommen also, mich umzustimmen. Warum ist eine Bluttransfusion falsch? Warum ist etwas Unrecht? Folter, Lügen, den Ehepartner betrügen. Was soll das bringen, dass du schweigst? Die Leute denken, du wurdest von deinen Eltern beeinflusst. Ich muss mich entscheiden. Das Kindeswohl soll vor Gericht an oberster Stelle stehen. Das Leben ist wertvoller als die Würde. Weißt du noch, wie wir waren? Fehlt dir das nicht? Milady, ich habe so viele Fragen an Sie. Sie haben mir etwas gezeigt. Ein köstliches Abenteuer. Fee, rede mit mir. Dieser junge Mann, ich dachte, ich könnte alle seine Fragen beantworten. Aber er stirbt. Er ist noch ein Kind. Ein wunderbarer Junge. Adam, weißt du noch? Das ganze Leben und die Liebe. Es ist ein schwarzer Tag für das Gericht. Milady, es sind alle bereit.